Sprech ich mit Herr Stein? Ritter aus. Hannemann, es ist mein Name, Herr Stein. Melde mich von Schweizer Kapital zu Bank, weil Sie auf unserer Webseite gewisse Interesse geäußert haben. Aha. Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder eine neue Trading-Abzockerin mitgebracht. Wie immer mit einem leicht abgewandelten Skript, aber vom Prinzip ja, das Gleiche. Wer mir die Hannah Mannis am Telefon oder wie auch immer das ausgesprochen werden soll, was sie da sagt, ich glaube, die Stimme kommt uns auch hier wieder bekannt vor. Ich bin mir hier allerdings nicht ganz so sicher. Ich habe Interesse geäußert. Bitte? Ich habe also Interesse geäußert. Ja, bitte. Haben Sie nicht, oder? So, weiß ich nicht. Auf welcher Seite denn? Haben Sie ja noch nicht verraten. Nein, weil ich möchte Sie nicht beraten, weil ich möchte, dass Sie sehr gute Kenntnisse in diesem Bereich haben. Stimmt ja? Ja, von welcher Seite aus rufen Sie denn an? Können Sie bitte Lautsprecher ausschalten, damit, also verstehe ich nicht, aber ich höre meine Stimme und das ist ein bisschen schwierig. Ja, ist nicht mein Problem. Das ist nicht Ihr Problem, aber möchten Sie das oder nicht? Ja, worum geht's denn jetzt? Warum rufen Sie mich denn an? Weil Sie online auf unserer Webseite waren. Aha, wie heißt denn die Webseite? Ich melde mich von Schweizer Kapitalbank und unsere Webseite heißt Schweizer Bank, aber Sie waren auf Elite Club auf unsere Werbung Interesse geäußert haben. Aha. Wie immer zu höchst seriös das Ganze. Man muss hier wirklich wieder jeden Popel aus der Nase ziehen, damit man die Infos hat, die man braucht, damit man überhaupt erstmal weiß, mit wem man da am Telefon spricht. Tja, ich glaube, jedes seriöse Unternehmen würde sich hier von Anfang an erstmal auch vernünftig vorstellen mit dem Namen, mit dem Anliegen, wie die Firma heißt und worum es jetzt hier eigentlich ganz genau geht. Aber das schaffen die Betrüger irgendwie nie, weil letztendlich lesen die nur ab und stammeln sich da irgendwas zurecht. Also das stimmt, ja? Jetzt haben Sie vertan. Okay, Herr Stein, warum haben Sie Interesse auf dem Finanzmarkt? Also was ist Ihr Ziel? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also normalerweise alle möchten Geld verdienen. Sieht so aus. Dann weiß ich nicht, warum Sie die Frage noch stellen, wenn alle das Gleiche sagen. Herr Stein. Also über welche Produkte haben Sie Interesse? Sagen Sie mir ehrlich. Also bei uns können Sie mit verschiedenen Produkten handeln, mit Aktien, Rohstoffe, Forex, Krypto. Mit welcher Produkte interessieren Sie sich mehr? Was habe ich davon? Wie bitte? Was habe ich davon? Zum Beispiel, wenn Sie mit Kryptowährungen handeln werden, das ist also immer mit Risiko verbunden, aber Sie können sehr gut profitieren. Das heißt, Sie handeln aggressiv sozusagen. Wenn Sie mit Forex handeln, ja, also das ist nicht so aggressiv, das ist ein bisschen gesicherer, aber verdienen Sie nicht so sehr viel, aber trotzdem Schritt für Schritt verdienen Sie sehr gut. Aggressives Handeln. Aha, ich glaube, aggressives Handeln haben wir hier gleich, wenn Sie weiter so einen Blödsinn am Telefon erzählt. Denn das, was Sie da eigentlich schon wieder von sich gibt, das macht einen nichts anderes als aggressiv. Das ist einfach nur Blödsinn. Sie stammeln sich da irgendeine Naht zurecht mit sinnlosen Inhalten, die am Ende überhaupt nichts ergeben. Aber Hauptsache, man hat irgendwas am Telefon gesagt, um den Kunden denn da voll zu lutschen oder eher das potenzielle Opfer, um dann letztendlich euer Geld zu klauen. Mehr steckt da nicht dahinter. Aha. Au. Ja. Natürlich können Sie mit uns mit Aktien handeln, mit Indizien. Aber wenn Sie bei uns Handel anfangen, bekommen Sie von unserer Seite einen Finanzexperten zur Verfügung. Und er oder sie erklärt Ihnen alles Schritt für Schritt. Also wir sind nicht nur Plattform, wo Sie handeln können, sondern auch Sie bekommen auch eine Ausbildung. Ich bekomme eine Ausbildung.
Ja, weil also für sie ist es wichtig, wenn unsere Kunden alles mit Kenntnissen machen werden. Weil ohne Kenntnisse gibt es mehr Verluste als also Gewinne. Mhm. Und normalerweise, wenn sie ihre offene Aufgaben, ja, bekommt mein Unternehmer 1,7%. Mhm. Also sollen sie mir Sie sagen oder... Für Ihren Zug, das soll ich nicht sagen. Also, haben Sie Internetzugang? Ich habe Internetzugang, ja. Und Sie? Vor allem, was für eine hohle Frage. Ich meine, letztendlich habe ich ja mich irgendwie eingetragen und die fragt mich jetzt hier ernsthaft, ob ich Internetzugang habe. Ich meine, wie sollte ich sonst mit ihr in Verbindung getreten sein? Mal davon abgesehen, ohne Internetzugang kein Telefon mehr, also zumindest Festnetz. Und sie ruft mich hier auf dem Festnetz an. Tja, aber das kann man dann natürlich aus irgendeinem Land, wo man da anruft, vielleicht nicht unbedingt wissen, weil sie da technisch einfach noch gar nicht so weit sind wie wir. Oder wie auch immer. Keine andere Erklärung dafür. Ich habe nicht. Sie haben keinen, okay. Okay. Also jetzt diktiere ich unsere Webseite. Mhm. Okay, also... Ich habe einen Kraftfahrer im Hintergrund. Ja, Sie haben auch sehr großen Hintergrund, aber trotzdem soll ich Ihnen alles klären. Ja, die Frage das war, ist was... Meine. Können Sie eigentlich auch eine Frage beantworten? Sehr netter Klingelton, aber warum? Was? Sehr netter Klingelton, meine ich. Aha. Herr Stein. Ja. Also wenn Sie anfangen, ja, wenn Sie auf diese Handelsplattform Handel anfangen. Ja. Also mit welcher Summe möchten Sie das? Also wir haben zwei Testwochen, damit Sie uns ausprobieren können. Ja, man sagt ihr was und sie geht überhaupt gar nicht darauf ein. Ist ja auch wieder interessant. Das zeigt einfach wieder nur, dass sie wirklich nur ihr Skript abliest, aber überhaupt nicht der Sprache mächtig ist, die sie hier benutzt. Mit unseren Dienstleistungen? Mit uns, also wie können Sie bei uns auszahlen? Wie können Sie bei uns profitieren und so weiter? Und wenn Sie nach zwei Wochen entscheiden, und finden das für Sie interessant, dann können Sie weitermachen. Mhm. Wenn nicht, also in diesen zwei Wochen haben Sie Ihr Geld, also Zurückgarantie, Sie verlieren gar nichts. Mhm. Weil Sie mir gesagt haben, dass Sie keine Kenntnisse haben, ja? Das habe ich nicht gesagt. Und wer garantiert? Haben Sie nicht gesagt? Nee. Und wer garantiert das? Okay, Entschuldigung. Bitte? Und wer garantiert das? Also der garantiert die Summe, dass Sie investieren werden. Ja, aber wer garantiert das? Ah, wer garantiert das? Das steht auf unserer Webseite. Ach so, und weil das da steht, ist das dann meine Garantie. Herr Stein, hallo, schönen guten Tag. Ja. Was ist los bei Ihnen? Weiß ich nicht, was ist denn bei Ihnen? Wo sind Sie gerade? Ich bin gerade im Flur. Okay. Herr Stein, Sie haben jetzt mit Hannah Manis telefoniert. Ich bin von technischer Abteilung. Von der technischen Abteilung? Und, ist was kaputt genau. Bei der Hannah? Wie bitte? Ist bei der Hannah was kaputt? Nein, also diese Geräusche für Hannah war ein bisschen stressig. Also, so. Sie ist alt als ich. Mhm. Herr Stein, wenn Sie Handel anfangen möchten. Mit welcher Summe möchten Sie das machen? 25 Euro. 250? Nee, 25. Nein, schauen Sie, mindestens Kapital ist auf dem Finanzmarkt 250 Euro anfangen. Also. Na, gerade haben Sie mich gefragt, mit wie viel ich anfangen möchte. Wie bitte? Gerade haben Sie mich noch gefragt, mit wie viel ich anfangen möchte. Ja, ich meine, ich erkläre also Sie, also mindestens Kapital ist,
Sie zahlen auch gar nichts ein, also, sondern sie verschieben. Das ist was anderes. Was ist denn der Unterschied zwischen verschieben und einzahlen? Einzahlen ist, wenn Sie zum Geschäft gehen und etwas kaufen. Ach so. Und dann verlieren Sie Geld. Aber Verschiebung ist ja was anderes. Geld. Das tausche ich Nein. da in was anderes um. Herr Stein, ja. Indexkapital ist bei uns 250 Euro. Damit können Sie Handel anfangen. Sie werden unsere offizielle Kunden. Und Sie bekommen auch Finanzexpert dazu, als gratis. Automatische Software auch gratis. Und zweites Woche. Nö, das ist mir zu teuer. Ja. Wie bitte? Das ist mir zu viel. Ich kann ja bei Binance, kann ich ja auch 25 Euro einzahlen. Nein, das ist ein Blödsinn, wirklich. Nein. Natürlich, habe ich doch erst gestern gemacht. Okay, wenn Sie mit 25 Euro anfangen, wie viel verdienen Sie pro Tag? 1 Euro? Das kann sein, ja, aber man muss ja nicht immer gleich so viel wollen. Klein erstmal anfangen. 250 Euro ist viel für Sie. Na, für wen sind denn 250 Euro nicht viel? Die muss man ja erstmal verdienen, oder nicht? Natürlich. Ja. Dass Sie haben recht. Ja. Ich meine, also Finanzinstitut funktioniert so schon lange Zeit, dass mindestens Kapital ist 250 Euro. Nee, das stimmt nicht. Und das hat ja nichts mit dem Finanzmarkt zu tun. Nein. Das ist, man kann ja bei Binance kann man ja auch 25 Euro einzahlen. Das ist ja Ich weiß. Ich arbeite schon in diesem Bereich viele Jahre. Also ich habe mehr Erfahrung als Sie, glauben Sie mir. Ach, das glaube ich nicht. Und ich habe. Wie bitte? Ich sage, das glaube ich nicht. Glauben Sie nicht? Nee. Dann erklären Sie mir. Ja, was soll ich Ihnen erklären? Was möchten Sie denn wissen? Aber ich glaube Sie. Also, wenn Sie beim Binance 25 Euro investiert haben. Ja. Was möchten Sie jetzt von mir? Ja, weiß ich nicht, Sie rufen mich doch an. Ich möchte von Ihnen eigentlich Ja, ich rufe Sie an, weil Sie sind im globalen System als potenzielle Kunde auf dem Finanzmarkt. Aha. Ja? Ja? Sie sind registriert, Sie haben Interesse geäußert und Ihre Daten eingegeben. Deswegen habe ich Sie angerufen. Das ist mein Antwort. Wie habe ich denn mein Interesse geäußert? Also Sie haben Ihre Vorname, Nachname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse gegeben auf unsere Werbung, weil wir haben viele Werbungen. Und ja. Das heißt, für Sie werden automatisch Interesse geäußert. Na, das ist ja eine interessante These. Ach, genau so sieht's aus, weil das hat nichts mit Interesse äußern zu tun, sondern mit Kaltakquise. Denn solange ich nicht die Erlaubnis dazu erteilt habe, dass man mich anrufen darf, darf man mich auch schlichtweg nicht anrufen. Und der Weg, dass man mich anrufen darf, darf eigentlich auch nur über zwei Wege erfolgen. Entweder schriftlich mit meiner Unterschrift und ich habe handschriftlich die Telefonnummer dort eingetragen. Gut, oder es ist ein Formular, ist ja auch egal. Aber ich muss dazu unterschrieben haben. Oder ich bekomme einen automatischen Anruf von einem Roboter, der mir einen PIN durchgibt, den ich dann im Online-Formular bestätige, dass das auch wirklich meine Telefonnummer ist. Ansonsten könntet ihr ja von jedem einfach irgendwo die Telefonnummern hinterlassen. Ja, und Leuten damit richtig schaden. Stellt euch mal vor, ihr hinterlegt da eine Telefonnummer von einem kleinen Geschäft und den ganzen Tag rufen da nur noch solche Leute an und das Geschäft kann sich gar nicht mehr auf die eigentliche Aufgabe am Telefon konzentrieren. Damit könnt ihr richtig Probleme verursachen. Und eine Nummer wechseln ist für ein Geschäft auch technisch zwar machbar, aber ja, bringt ja nichts, weil dann sind sie nicht mehr erreichbar. Tja, was will man da noch machen? Das ist schon wirklich so eine Sache. Aber die verkaufen das hier jedes Mal, als hätte man Interesse geäußert und man darf dann automatisch anrufen. Dem ist definitiv nicht so. Ist das interessant für Sie? Ich finde das interessant, wie Sie das so sehen, ja. Nochmal bitte. Schon gut. Herr Stein. So machen wir es. Was denn? Wie bitte? Was denn? Also, werden Sie unsere Kunden und machen, also gehen wir weiter, ja? Wenn Sie mir einen guten Rabatt anbieten, dann ja. Was meinen Sie? Na ja, irgendwas unter 250 Euro. Ja, wenn ich jetzt sage, Herr Stein, ja, Sie investieren 100 Euro und Sie können Handel anfangen, dann, das heißt, dass ich lüge. Und warum soll ich lügen? Ja, weil sie sich einfach an den 100%-Bereich handeln. Das zum Beispiel.
mit 250 Euro kann ich so machen. Ich gebe Sie 50 Euro als Bonus. Dann können Sie mit 300 Euro anfangen. Und nach zwei Wochen, wenn Sie etwas nicht gefallen, ja, trotzdem können Sie Ihre 300 Euro zurück auszahlen. Und verabschieden wir uns. Ja, dann habe ich noch einen anderen Vorschlag. Ich zahle 200 Euro ein und Sie geben mir 50 Euro dazu und dann sind wir doch bei den 250. Okay, dann frage ich nach, okay? Ja. Einen Moment. Ja, so hatte ich das tatsächlich auch noch gar nicht, dass man hier mit den Betrügern sogar handeln kann. Naja, aber in diesem Callcenter wird es wohl so sein, dass man lieber dann die 200 Euro nimmt und so tut, als hätte man 50 Euro dazugelegt, als dass man gar keinen Umsatz macht mit dem Kunden. Tja, ist ja zumindest schon mal ein Callcenter, mit dem man sprechen kann. Und sie versteht mich ja auch so, wenigstens halbwegs mittlerweile. Bisschen Übung hat sie ja jetzt schon an diesem Telefonat hier. Mal schauen, wie es weitergeht. Herr Stein? So, ich warte auf Antwort. Und wenn wir das anfangen, ja? Wo wollen Sie immer Ihre Profite bekommen? Auf Visa oder auf Mastercard? Auf mein Bankkonto. Also Online-Banking? Mhm. Okay, bleiben Sie auf der Leitung? Hallo, Herr Stein? Ja, wir sind da jetzt mal wieder. Ja. Also Sie bekommen jetzt von technischer Abteilung Bankdetails. Also Sie heißen ja oder wie? Also ich bin Kontomanagerin und Sie haben mit meiner Chefin von technischer Abteilung gesprochen. Ja, und wer sind Sie jetzt? Also für mich, bitte? Und wer sind Sie jetzt? Ich bin Hanna Manis, also Ihre Kontomanagerin, das sagen. Ach so. Ja, aber mit Ihnen will ich nicht sprechen. Sie hatten ja keinen Bock auf mich. Okay, dann werde ich bei Ihnen, also bei Sandrek mit Vater leiten. Bitte, warten Sie einen Augenblick. Herr Stein, ich bin wieder da. So, ich habe per E-Mail die Bankdetails geschickt und ausnahmeweise, normalerweise funktioniert das nicht. Ich habe für Sie das gemacht, dass Sie mit 200 Euro anfangen und ich gebe Sie auch Bonus dazu. Aha. Alles klar? Also 250 denn. Ja, so ein richtig schönes, seriöses Abzocker-Callcenter. Da glaubt man ja nicht wirklich dran, dass man von denen 50 Euro Bonus bekommt, um dann auf die 250 Euro zu kommen. Letztendlich machen die nichts anderes, als sich dann, wenn sie euer Geld haben, sich aus dem Staub zu machen. Oder wenn man Glück hat, beziehungsweise Pech, dann wird man noch tausendmal von denen weitergenervt. Und wenn man Geld auszahlen will, dann muss man nochmal irgendwo Geld aufladen, wegen irgendwelche Gebühren, die vorher nie erwähnt wurden. Und das ist dann auch jedes Mal gleich doppelt illegal, denn letztendlich muss man euch auf solchen Kram vorher hinweisen, wenn sie hinterher nochmal Geld haben wollen. Aber es macht ja auch nie einer. Ja, natürlich. Ja. Gut. Öffnen Sie Ihre E-Mail-Adresse. An welche E-Mail-Adresse haben Sie das denn geschickt? Steini@web.de. Ah, okay. Ja, dann. Ja, ich bin da. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, ich bin da. Ja. Ja. Was soll ich denn fragen? Achso. Da gibt es denn keine Antwort. Schaffen Sie sich bloß keine Edelstahltürklinken an, die sind furchtbar. Wie bitte? Ich sage, schaffen Sie sich bloß keine Edelstahltürklinken an, die sind furchtbar. Ja, es ist von Ihnen. So, haben Sie die E-Mail schon verschickt? Genau. Ja. Also soll ich da mal gucken? Ja, bitte. Was steht da drin? Die Bankdetails von uns. Ach so. Wo Sie Geld überweisen sollen.
Ja. Herr Stein? Hm? Herr Stein, sind Sie da? Ja. Ja, was denn? Na, ich habe nur gefragt, ob Sie da sind. Ja, und ich habe geantwortet. Okay. Gut. Hallo? Ja, bitte? Ja. Und, haben Sie es gesehen? Was denn? E-Mail. Was denn für eine E-Mail? Wie bitte? Was meinen Sie denn? Wie Sie mir gesagt haben, ich habe Sie unsere Bankdetails geschickt. Ach so. Und nun? Doch. Was denn jetzt? Sie haben mir gesagt, Herr Stein, ja? Dass Sie mit 200 Euro anfangen möchten. Ja, genau. Und ich habe das nachgefragt und ja. Für Sie ausnahmsweise habe ich das geschafft. Ja. Und ich habe Bankdetails geschickt und wenn Sie mit Online-Banking überweisen tätigen, ja. Schicken Sie mir per E-Mail auf gleiche E-Mail Zahlungsnachweise. Warum? Ist alles. Dass wir damit wissen, dass Sie das wirklich gemacht haben. Na, das sehen Sie doch, wenn das Geld eingegangen ist, oder nicht? Ja, aber es dauert 3 Tage und wir möchten das morgen anfangen. Warum sollen wir Zeit verpassen? Ich konnte 3 Tage jetzt noch warten, das ist nicht weiter schlimm. Ja, das ist auch kein Problem, aber warum ist das schwer für Sie, dass Sie ein Screenshot machen oder ein Foto machen, schicken Sie einfach. Finde ich komisch, wollen die anderen ja auch nicht. Also wenn ich bei Binance was überweise, dann wollen die keinen Screenshot. Binance ist was anderes, wissen Sie, was ich meine? Nö, Binance ist weil das automatisch, ja, ich weiß, ich arbeite ja auch bei, also ich habe bei Binance auch gearbeitet. Ach so, also Binance ist was anderes, ja. Und schauen Sie. Ja, Binance ist schon was anderes, weil da, wenn ihr da euer Geld einzahlt, dann kriegt das in der Regel auch wieder ausgezahlt, auch wenn das nur auf eine Kreditkarte funktioniert, also auf diese Guthabenkreditkarten, was hier in Deutschland ziemlich schwierig ist, da es die hier gar nicht so oft gibt. Naja, aber irgendwie, weiß ich nicht, was ich mir damit sagen will. Bei Binance hat die garantiert noch nie gearbeitet, weil so intelligent ist sie definitiv nicht und Binance ruft nicht einfach so die Leute an. Sie meinen, Binance ist ein seriöses Unternehmen und Sie sind Betrüger. Ich bin Betrüger? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Binance ist ein seriöses Unternehmen und Ihre Firma sind Betrüger. Na, also Sie persönlich eigentlich dann auch, ja. Ja, Sie müssen das bestätigen. Ja, das bestätige ich hiermit, dass Sie Betrüger sind. Wie machen Sie das? Sagen Sie mir. Ja, Sie sind Betrüger. Ja, Sie sagen, dass ich Betrüger bin, aber bestätigen Sie es. Ja, hiermit bestätige ich das, dass Sie Betrüger sind. Ja, Sie können alles sagen, aber wenn Sie nicht sicher sind... Ja doch, bin mir da relativ sicher. Dafür werden Sie bestrafen. Wissen ja, Sie, was das ich meine? Können Sie mal versuchen, ja. Versuchen Sie das mal. Denn, ja, dann habe ich die Adresse und dann kann ich die Betrüger anzeigen. Ich weiß Ihre Adresse, ich weiß Ihre Vorname, Nachname, Telefonnummer ja, und alles. Wie heiße ich denn? Es ist mir scheißegal. Ach, ich dachte, Sie haben die Daten da. Ich glaube nicht. Ich muss jetzt nach Hause gehen. Sie müssen nach Hause gehen. Betrügen, weiter betrügen, oder was meinen Sie? Ja, solche Leute wie Sie sind, ja, müssen betrügen werden. Ja, aber das schaffen Sie ja nicht. Letztendlich hören Sie sicher damit nur auf YouTube, aber Sie haben damit keinen Betrug fertig gekriegt. Tschüss. Nee. Na, aber herzallerliebst, dass sie hier den Betrug noch bestätigt hat, so ganz kurz vorm Schluss. Tja, ich meine, euch ist allen klar, was das hier in dem Gespräch schon wieder war. Ist ja auf dem Kanal nun leider auch nichts Neues. Tja, und das gibt's halt tatsächlich tausendfach am Telefon.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann jetzt auch gerne auf meinem neuen Twitter-Account einmal vorbeigehen und mich da auch mit einem Abo unterstützen. Mal schauen, was wir da noch so in Zukunft alles anstellen. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht jetzt hier noch die Playlist mit jede Menge anderen Videos. So könnt ihr euch die Zeit bis morgen zum nächsten Video vertreiben. Ich bedanke mich. Ciao, ciao.